herzlich willkommen bei Angelstudio mit dem Thema interessante Personen und Berufe. Heute zu Gast ist Christian Gassert. Herzlich willkommen, Christian. Schönen guten Tag. Für die Zuschauer noch kurze Information. Christian und ich kennen uns, daher duzen wir uns in dem Video. Hallo, ich bin Christian Gassert, bin tätig im Vertrieb seit 1991, habe vor 4 Jahren ein Vertriebsunternehmen gegründet und mache da sehr interessante Konzepte mit vielen Partnern in Deutschland. Du hast den Leitspruch geprägt, du bringst den Leuten wieder ein Stück selbstbestimmtes Leben. Was verstehst du darunter? Das hat damit zu tun, die Gesellschaft altert ja extrem stark und wir haben schon die Herausforderung, diese Menschen zu versorgen. Die Alterspyramide dreht sich ja gerade um und ich vertreibe praktisch Produkte, die alten Menschen helfen, schon seit langer, langer Zeit und bin in dem Geschäft auch mein ganzes Berufsleben zu Hause und coache hier auch Partner und andere Vertriebler, wie sie erfolgreich alten Menschen Produkte erklären und auch verkaufen können. Wenn jetzt ich einen Opa habe oder eine Oma habe, die nicht mehr so ganz mobil ist, hast du tolle Produkte, die meinen Großeltern helfen würden. Genau. Was hast du zum Beispiel jetzt mal hier im Programm, was du unseren Zuschauern vielleicht empfehlen könntest? Genau, also Hauptthema sind 3 Segmente. Ich verkaufe vor allem Scooter. Im Scootergeschäft ist es so, die Kasse zahlt immer diese Basisausstattung, in der Regel, wenn die Indikation stimmt. Aber viele Menschen wollen viel weiterfahren oder der Mensch ist relativ groß. Die Kasse bezahlt nur die Basisversorgung oder man wohnt an einem steilen Berg oder will auch sehr, sehr weit fahren. Es gibt Scooter, die fahren bis 100 Kilometer weit und dann muss man das Ganze einfach privat verkaufen und wir suchen Partner und haben natürlich auch Partner in ganz Deutschland und Österreich, die diese Produkte dann speziell erklären. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Der andere Schwerpunkt ist, sind Aufstehsessel für alte Menschen. Viele alte Menschen kommen immer schlechter hoch und gleichzeitig können wir mit diesen Aufstehsesseln viele Gebrechen des Alters ein bisschen ablindern, wie Kreislaufschwäche, wir können die Beine hochlagern, wir haben Venenschwäche, auch hier kann man die Beine hochlagern, man kann darin schlafen. Also das ist richtiges selbstbestimmtes Leben. Oder ich bin lange in meiner Wohnung allein, bin vielleicht nicht mehr so fit und muss auch mal nachts im Sessel schlafen. Das ist alles durchaus einfach möglich. Der dritte Punkt ist ein Hygienekonzept oder sind Hygienekonzepte. Wir sind in Europa stark in der Hygiene hinterher gegenüber anderen Ländern. In Deutschland ist es noch ein bisschen schlimmer, als man annimmt. Da kann man immer geteilter Meinung sein. Prinzipiell ist es so, es gibt ganz klare wissenschaftliche Studien, dass ich mit gezielter Hygiene, die sogar noch Geld einspart, das ist ganz interessant, auch für B2B-Kontakte, dass ich bis zu 18% der Krankheitstage im Unternehmen einsparen kann und natürlich dann die Menschen auch gesünder sind und einfach mehr Lebensqualität haben. Du hast uns heute 2 Produkte, die du vorstellst, mitgebracht. Das ist einmal der Aufstehsessel, den wir uns jetzt gleich mal noch im Detail anschauen, und das Hygienekonzept. Ja. Genau. Lass uns doch mal über den Aufstehsessel ein bisschen näher uns unterhalten. Für euch, liebe Zuschauer, ist das, denke ich, auch interessant. Was hat denn jetzt für Funktionen? Welche Sessel gibt es denn so? Erklär uns doch mal was. Genau. Also prinzipiell gibt es einmotorige Modelle und mehrmotorige Modelle. Wir arbeiten eigentlich immer mit bimotorigen Modellen, also 2 Stück. Damit kann man mathematisch, theoretisch unendlich viele Positionen erreichen. Das reicht voll und ganz aus. Und dann habe ich verschiedene Vorwahltasten. Ich habe zum Beispiel eine TV-Position, heißt, ich kann mit einem Knopf bis in die Fernsehposition fahren und habe eine Schlaffunktion, habe eine Null-Schwere-Position, das heißt, Arme und Beine haben keine Kontraktion, totale Entspannung, so fliegt unter anderem auch die NASA ins Weltall, witzigerweise, da kommt das her. Interessant. Mhm. Die hat das immer entwickelt und dann haben wir noch die Sitzposition und prinzipiell kann mich natürlich der Sessel immer aufstellen. Der Unterschied zum einmotorigen Sessel ist folgender, der hat einen fest definierten Bewegungsablauf und kann praktisch nichts einstellen. Auch ein Thema ist Hüftgelenksdysplasie. Wenn ich den Sitzwinkel etwas öffnen muss, wenn ich frisch operiert bin, darf ich nur einen gewissen Winkel sitzen und dann würde mich das in der Hüfte drücken, das kann der einmotorige Sessel auch nicht. Ah, also das heißt, der einmotorige Sessel ist eher da für sich hinzusetzen und wieder aufzustehen. Genau. Wir empfehlen den nie, weil unser Kernfokus ist natürlich der etwas ältere Mensch, der sehr, sehr lange sitzt. Und
tendenziell wird es bei ihm ja auch etwas schlechter, wie bei uns auch jeden Tag selbstverständlich. Und es ist immer wichtig, dass ich immer die maximalen Funktionen parat habe. Deshalb empfehlen wir immer Bimotorik-Modelle, dass wenn es mal etwas schlechter wird, ich auch alle Funktionen automatisch inkludiere. Also das heißt, nur der Zweimotorige kann auch diese Schlafposition einnehmen und diese anderen Positionen, die du jetzt erwähnt hast, das geht nur mit dem Zweimotorigen. Korrekt. Genau. Also, okay. Ich gehe mal davon aus, es ist auch eine Preissache, dass der Einmotorische viel günstiger ist als der Zweimotorische. Genau, so über den Preis sprechen, ist das interessant für die Zuschauer wahrscheinlich auch. Also so ein einmotoriger Sessel kostet im Schnitt ca. 1000 Euro. Und ein zweimotoriges Modell fängt bei ungefähr 1500 Euro an und geht dann im Schnitt bis 3.500. Hängt an den verschiedenen Bezügen, die wir haben. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz auf die Bezüge ein. Gerne. Wenn man davon ausgeht, dass der alte Mensch 4 bis 5 Mal so lange sitzt wie klassischer Arbeitnehmer, das ist so der Schnitt. Also wir sitzen ungefähr 2 Stunden am Tag, der alte Mensch bis zu 10 Stunden oder länger. Müssen natürlich auch die Bezüge für diese Erfordernisse entsprechend ausgelegt sein. Und unsere Standardbezüge haben die 5-mal so hohe Ablegfestigkeit wie der deutsche Möbelstandard. Geht hin bis 300.000er Martinsdale-Touren, das ist das technische Maß. Zum Vergleich, der Möbelfachhandel hat 20.000, wir haben standardmäßig 100.000 bis zu 300.000. Dann haben wir noch das Thema Inkontinenz oder es geht mal was daneben, ist im Alter leider ein natürlicher Prozess. Auch da haben wir spezielle Bezüge, die teilweise im Standard auch schon enthalten sind. Das heißt, die Bezüge sind einfacher zu reinigen oder was meinst du mit den speziellen Bezügen? Was ist denn die Eigenschaft von diesen speziellen Bezügen? Genau, das ist so, dass Flüssigkeiten zum Beispiel abgewiesen werden. Da ist einfach das Material, das Garnis ummantelt, sodass die dauernd imprägniert sind, heißt die Flüssigkeit perlt ab, so ein bisschen wie beim Nanotex-Effekt. Das ist nicht das Gleiche, aber in etwa so sieht es dann aus am Ende des Tages. Und ich kann einfach eine Flüssigkeit runterwischen. Wenn ich einen Fleck reindrücke, habe ich den gleichen Fleck wie in jedem handelsüblichen Sessel auch. Kann ihn aber, wenn der Stoff gereinigt ist, dann ist er direkt wieder, wenn er trocken ist, hat er direkt wieder diese imprägnierte Eigenschaft. Und wir haben auch komplett dichte Bezüge, da geht auch gar nichts durch. Das heißt, von unten nach oben sind die dann atmungsaktiv in der Regel, der Bezug heißt Nanotex, und dann oben ist der komplett dicht. Interessant. Gibt es jetzt den Bezug auch in Farben, die ich mir auswählen kann? Kann ich mir eine persönliche Farbe auswählen? Gibt es Sonderanfertigungen oder welche Auswahlmöglichkeiten habe ich mit den Stofffarben? Genau, das ist so. Wir haben im aktuellen Katalog 26 verschiedene Sesselmodelle und über die Farbauswahl 110 Varianten. Das wird jetzt noch mal ein bisschen erweitert. Wir haben die Sessel in Größen in der Regel kategorisiert, weil jeder Mensch oder viele Menschen sind ja ein bisschen anders groß. Und pro Sessel gibt es dann immer im Schnitt zwischen 6 und 10 verschiedene Farben. Und alle Sessel sind, Gott sei Dank, das ist ja auch ein Thema, innerhalb von 3 bis 5 Werktagen zu unserem Partner vor Ort lieferbar. Und der kann ihn dann an die alte Dame und den alten Herren ausliefern. Das ist interessant. Das heißt, wenn ich eine spezielle Farbe jetzt mir aussuche über eine Farbkarte, die ihr jetzt nicht im Programm habt. Ja. Ist das möglich? Kann der Kunde sich eine Spezialfarbe bei euch bestellen? Genau, das geht auch. Das dauert dann etwas länger. Die Philosophie war einfach die, wir haben schon sehr, sehr viele Farben pro Produkt vorselektiert. Die sind dann auch immer am Lager, wie Ihnen erklärt. Wenn der Kunde einen echten Sonderanfertigung möchte, theoretisch kann er jede Farbe, kann er in der Praxis mit jedem Produkt dann koordinieren. Dann dauert es leider 4 Monate, weil das wird dann wirklich in Amerika, die Sessel kommen aus Amerika, übrigens in Amerika auf die Kommission angefertigt. Das ist doch mal Service. Sie bekommen einen Sessel in Ihrer Wunschfarbe. Super. Was ist denn dann der Aufpreis? Der Aufpreis ist marginal, der ist rund 100 Euro. Thema ist halt nur die Lieferzeit. Man muss immer davon ausgehen, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Bei älteren Menschen, die entscheiden sich immer schnell für Dinge und möchten die schnell haben, weil man weiß nie, wie die Lebenssituation sich eventuell ändern kann. Und daher ist auch die Maxime, extrem viele Sessel am Lager zu haben, dass dieses Standardsortiment, das sehr breit ist, extrem schnell verfügbar ist. Im klassischen Sanitätshaus zum Beispiel, wenn Sie einen Rollator brauchen, viele ältere Menschen haben Rollatoren, der ist am selben Tag lieferbar oder am nächsten Tag.
Und in etwa in diese Richtung müssen wir auch gehen. Interessant. Ja, wer noch übrigens mehr über die Sessel wissen möchte, wir haben noch ein ausführliches Erklärvideo von diesem Sessel gedreht. Das findet ihr hier unten in unserer Videobeschreibung, den Link dazu. Christian, du hast jetzt eben noch das Hygienekonzept erwähnt. Was stellt man sich unter dem Hygienekonzept vor? Und vor allen Dingen, wo kann ich das anwenden? Das ist leicht zu erklären. Prinzipiell, ganz allgemein spricht man davon, alles, was ich nicht anfasse, kann ich keine Viren und Bakterien aufnehmen. Das heißt, wir arbeiten vor allem mit berührungslosen Systemen, die auch lebenslange Garantie haben, witzigerweise. Also das ist schlau gemacht. Und darin sind versiegelte Kartuschen, unter denen man einfach die Hand hält. Das heißt, wenn ich die Hand runterhalte, wird zum Beispiel eine Schaumnuss produziert bei Seifen. Das heißt, ich spare auch wieder Material. Das kann man so erklären, normalerweise habe ich ja eine, ich sag mal so eine Seife mit so einem Pumpspender oben drauf und da kommen 1,5 bis 2 Milliliter raus und bei unseren Systemen spare ich dadurch, dass die Seife zu einer Schaumnuss aufgeblasen wird, sehr viel Material, wenn nur 0,7 bis 0,9 Milliliter da rauskommt. Das bedeutet, ich berühre es nicht, was schon mal sehr viel gesundheitlichen Vorteil hat. Und ich spare Material, was auch gut für die Umwelt ist und vielleicht auch gut für meinen Geldbeutel natürlich an diesem Punkt. Und das geht weiterhin bis zur Desinfektion, die auch berührungslos ist. Wir haben ein besonderes Mittel, das nicht riecht, nicht klingt und die Hand eincremt, also rückfettet, was eben praktisch immer den, also im Grunde immer den Hautfilm einfach schließt. Und dann haben wir auch Papiersparsysteme. Also das ist so ein in sich geschlossenes System. Das geht auch weiter bis zur Toilettengrill- und Schnelldesinfektion, die sehr günstig ist und einfach auch wieder mit einer Schaumnuss. Ich gehe einfach über die Toilettenbrille, entsorge das dann in der Toilette und dann sind 99,9% aller Viren und Bakterien tot. Also das wäre nicht nur für einen Privathaushalt interessant, sondern auch für Geschäftsräume, Krankenhäuser, Bäder, WCs und auch Küchen. Absolut. Es gibt auch Oberflächendesi, so Sprühdesi, die entsprechend wirkt. Die Küche ist der schmutzigste Ort im ganzen Haus. Das ist einfach so. Das ist wissenschaftlich bewiesen, nicht die Toilette. Und da muss man auch besondere Hygiene anwenden. Und auch da haben wir sehr spezielle Produkte. Christian, du hast mir auch gesagt, du arbeitest mit Handwerkern zusammen, dass ihr auch Wandbelege und Fußbelege antibakteriell gestalten könnt. Und auch sogar mit einem Elektriker, der kann halt eben ein Schalterprogramm bereitstellen, welches aus Kupfer ist, welches ebenfalls die Bakterien tötet. Wir arbeiten hier mit Handwerkspartnern, mit denen wir schon viele Jahre zusammen professionell arbeiten. Sinngemäß braucht man vom Endkunden nur die Bemaßung des Raumes, ein paar Bilder und ein paar Fragen müssen dann noch detailliert beantwortet werden. Das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort ist das Formular downloadbar. Und ansonsten bei jedem weiteren Fragen, bitte kontaktieren Sie uns. Was machst du eigentlich am liebsten an deinem Job? Was magst du? Gut, das ist ganz leicht. Also A, muss man Autofahren mögen. Das mag ich jetzt seit über 20 Jahren immer noch sehr gerne. Trotz viel mehr Verkehr, viel Stau, viel schlechtes Wetter aktuell. Das ist überhaupt kein Thema. Ich fahre sehr gerne Auto. Aber das Schöne ist, man ist mit extrem vielen Menschen zusammen. Und vom Berufs her ist es einfach toll. Ich kann alten Menschen helfen, sekundär über meine Partner, über meine Vertriebspartner. Das macht auch denen Spaß, alten Menschen zu helfen. Wir verdienen auch Geld damit. Aber nachhaltig geht es darum, einfach die Lebensqualität des alten Menschen zu verbessern. Und das mache ich inzwischen seit 23 Jahren in diesem Job, nur im Vertrieb. Das schon lange. Ich bin auch schon seit 1991 in der Branche an sich. Und ich muss sagen, es macht mir jeden Tag viel Freude und man lernt dann durch die jahrelange Zusammenarbeit mit den Partnern auch wirklich mehr von deren Leben kennen. Also wir reden dann oft auch private Dinge und das Geschäft läuft nebenbei, sodass da beide, die und auch ich als Vertriebler, entsprechend angekommen sind. Das ist eine sehr schöne Situation. Und letztendlich, viele alte Menschen sind sehr, sehr zufrieden mit den Produkten. Da gibt es hin und wieder Probleme, die lösen wir professionell und schnell, das sind wir sehr trainiert. Und man merkt dann immer, wenn man mal mit Endkunden zu tun hat, dass die wirklich mehr Lebensqualität erfahren. Und das ist ein wirklich schönes Gefühl für alle Beteiligten. Ist eigentlich dein Traumjob, kannst du sagen. Absolut. Du bist einer der wenigen glücklichen Menschen, die ihren
Traum zum Beruf gemacht haben? Kann man so sehen. Also ich habe sogar mein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, das war eine interessante Situation. Als ich sehr, sehr jung war, habe in diesem Bereich in der Technik gearbeitet, habe ich so einen jungen Mann gesehen in guter Kleidung. Damals waren noch Koffer modern, mit einem Koffer, mit einem Firmenwagen. Ich habe gedacht, so rumzufahren, Leute zu beraten, Produkte zu empfehlen, das ist doch absolut toll. Und das habe ich dann kurze Zeit später ein bisschen durch Glück, ein bisschen durch Fleiß umgesetzt und habe das in den letzten 23 Jahren für mich sehr perfektioniert. Und jetzt mit meinem eigenen Unternehmen seit 4 Jahren macht mir das noch mehr Spaß. Als Unternehmer hat man andere Herausforderungen natürlich, als als Angestellter, ne? Wissen wir alle natürlich. Aber das war der richtige Schritt und es macht mir unendlich viel Spaß, jeden Tag zu arbeiten. Stimmt, du bist der gelernte Handwerker, hast du mir ja mal erzählt, ne? Genau. Genau, erkläre ich gerne kurz. Ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechniker, habe dann E-Technik und BWL studiert, alles nebenberuflich und habe im väterlichen Sanitätshaus dann gearbeitet und bin da relativ schnell ins Kaufmännische gekommen und habe dann auch praktisch direkt diese Passion entwickelt, dass ich selbst Sachen verkaufen möchte und bin seit 1997 dann im Vertrieb und seit 1991 in der Branche, wie eben schon erklärt. Und das ist genau das Richtige gewesen. Mein Vorteil ist halt, ich kann das Technische mit dem Kaufmännischen verbinden und sehe mich auch als technischer Berater. Also ich gehe auf die Techniker der Firmen ein, wenn sie Probleme haben und die kann ich alle lösen. Das ist ja schon mal sehr gut. Ein Verkäufer, der auch technischen Background hat, das hat man nicht überall. Man weiß es ja aus dem täglichen Leben, man geht was kaufen, man möchte eine Beratung und auf der technischen Seite bleibt man eigentlich auf der Strecke, weil viele, viele Fachverkäufer eigentlich nicht den technischen Hintergrund haben. Das ist bei Christian jetzt anders. Das ist auch wirklich, muss man sagen, dein Glück von deinem Erfolg. Christian, du suchst ja auch noch Partner, du suchst Mitarbeiter, also quasi auf selbstständiger Basis, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen oder Zuschauer, noch ein bisschen Geld verdienen wollen, vielleicht auch Ihren Traum zum Beruf machen wollen, unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu, könnt ihr euch gerne angucken und euch dann melden. Auch zu den anderen Themen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, haben wir was vorbereitet. Wenn es euch interessiert, schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank an Christian Gassert und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ich wünsche viel Spaß mit dem neuen YouTube-Kanal Angelstudio. Damit ihr keine Neuigkeiten mehr verpasst, aktiviert die Glocke und bleibt auf dem aktuellen Stand.